Karl, ich bin live. Ah, Obacht, Obacht. Hallo. Das ist Bucher, ja, der ist, ist Valorant-Profi-Spieler. Top 200 Valorant-Spieler. Valorant-Pro-Gamer. Als Maul, Alter. So, mein Team wird voraussichtlicherweise verlieren. Wie liegt denn sein Team? Ich bin ein Realist, ich bin ein scheiß Realist. Du musst belieben. Oh nein. Wird mir stinken, glaube ich. Das ging viel zu schnell, hä? Stay angry, Leute. Wer ist dein Team? Wer ist dein Team? Angry Titans, Angry Titans. Ja, Devski! Er heißt es. Ja, Devski! Er heißt es Engine? Ich dachte, es heißt Engine. Ich nenne ihn Engine, weil er so ein Motor, so eine Maschine ist. Weißt du, was ich meine? Das ist natürlich trotzdem schwierig. Vor allem gegen die Position von Devski. Ja, Devski! Cool, blind. Boah, ich bin Devski-Fan. Bin großer Devski-Fan. Devski war keiner crazy, die Runde. War keiner crazy. Team. Oh mein Gott, Hydro! Gerade natürlich mit den kleineren Waffen und dann. Oh mein Gott, Junge, wie easy ist das gerade für dein Team? Ja, das ist eine Bonusrunde, ne? Die Gegner haben keine Waffen mehr. Und sind das jetzt Playoffs für ein größeres Tournament? Man kann sich jetzt gerade ist quasi Off-Season. Also in der Season kann nichts passieren. Ab nächster Season geht es dann richtig los. Da kann man sich dann für größere Tournaments qualifizieren und für riesige Preisgelder, für Offline-Finals und so weiter. Was ist ja der Preispool? Ja, Champions war 1 Million. Eine Million, mashallah. Die 1 Million gehen dann direkt an mich, wenn die gewinnen. Hydro, so gut aussehen. Gibt es so eine deutsche Liga? Ist das jetzt wie bei LOL? Ja. Was passiert ist in der Liga oben drüber? Focus hatte sich in die Liga oben drüber reingespielt. Und dann ist es Franchising geworden. Das heißt, du musstest dich bewerben, um den Spot zu kriegen. Ziemlich assi. Dann ist zum Beispiel Focus rausgeflogen aus dem Franchising. Die hatten kein Female-Team und die waren einfach viel zu neu, Alter. Und weiß ich auch nicht. Junge Alorante, halt's mal! War gerade aber Hälfte. Oh ja, schön, Alter. Das war legit wichtig, das war jetzt die Buy-Round. Das war die Buy-Round, da, ja. Das würde mir sehr stinken, wenn ich Maus wäre. Das ist mein Team, ich hole mal mein Jersey. Wenn die jetzt verlieren in der Runde, der ich den Jersey hole, dann heul ich. Achso, eigentlich muss es gleich 4-0 stehen. Ja. Hä, hey, wie spielt denn auch Maus? Yo, flawless, das ist strong. Mann, ich finde mein Trikot nicht. Angry Time. Dein Team rasiert komplett. Ja, gerade sieht sehr, sehr gut aus, aber es kann sich halt alles so ändern, ne? Ja, aber ich seh, wie Maus spielt, was sie für Angles spielen. Oh! Oh nein! Weiß, das kann er gewinnen. Komm schon, klatsch es, Enes! Klatsch es! Gut gemacht von Enes, dass er hier nochmal wegkommt. Ah. Hey, aber okay, warum hat jetzt Maus zusammen dieselbe Angle gepusht? Weil du mal tradest. So, du gehst davon aus, dass wenn du zu zweit den einfach swingst, dass er nur einen töten kann maximal, weil der zweite, dann muss er ihn sprayen und so eine Scheiße, weißt du, ich meine? Bin aber derbe zufrieden bis jetzt. Können sie eigentlich throwen, ja. 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 Oh! Nein! Engine! Oh! Nein! Refrag guck? Nein! Oh, so frech, Alter. Position für AZ, die er braucht, um hier den Schaden anzurichten, der gebraucht wird. Oh mein Gott! Oh, benutzt doch deinen Arrow! Wieso arrowt er nicht? Getrollt! Benched! Ist das ein Best of Three? Nee, Best of Two. Keine Ahnung, wer sich das Format ausgedacht hat, ja. Und wenn unentschieden ist, kriegen einfach beide. Ja. Engine, Alter, was? Oh nein, check bitte den. Ja, gute Drohne. Ja! Oh, 5 gegen 2. Oh! Oh, get fucked, Alter. 3 gegen 3, Afterplant. Aber kriegen die Waffen? Nee. Doch, die haben ja Waffen. Oder? Oh, easy. Der kommt da nicht mehr raus, Alter. Oh, mein. Was war das denn für eine OP-Scheiße? Haben sie. Haben sie noch nie verloren. Ja, nee, das ist schlecht. Alleine gepickt. Hö? Boah, wird mir sehr stinken schon wieder. Das war richtig gut gespielt mit dieser alle. Ja, ist overheated, Hydro. Da arbeiten wir nochmal dran. Nee, aber es war gut, weil der andere dann rausgekommen ist und dann gut. Ja, aber ja. Ja. Fuck it. Ja, fuck it. Ich mach gute Werbung. Oh, daneben geschossen, ja! Oh, das finde ich so sympathisch, dass der da daneben schießt. Ey, nein! Ach, jetzt ist Switch, ne? Okay. Switch. Ja! Hält einfach den Winkel. Oh nein, das muss ja verlieren. Das muss ja gewinnen, meine ich. Keine Ahnung. Ja, oh, der Triple Swing. Oh! Let off the Operator. Oh, warte mal. Die spielen so frech gerade, ne? Hä?
Was ist aber los? Nee, was ist denn mit Angry Titans los? So gut! Würdest du sagen, dein Team ist sonst schlecht oder was? Ich will eher sagen, Maus spielt unglaublich stark, aber mein Team ist noch so viel besser. Achso. True. Und damit ist Resident alleine. Der muss den Spike klären, oder? Ja, er muss den Spike holen. Hä, wie geil! 10 Sekunden schafft er gar nicht, schafft er gar nicht. Ja! Oh, Junge, so gut! Geil! Stay angry, Leute. Kriegen alle Gehaltserhöhungen. Gehaltserhöhung von 0 Euro auf 1. Ich hab das Trikot. Guck dir den Titan an. Krank, Alter. Let's go! Bro, wenn du mir irgendwie 24 Uhr entgegenläufst, ich würde erstmal... Ja. So, wenn jetzt noch 2, 3 Prime-Subs reinkommen, zeige ich euch eine meiner extrem süßen Katzis. Oha. Jetzt geht los. Nein! Maus hat den erst Frag. Ja? Nein? Ist winnable. 22 AP. Oh, was ist das denn für ein Boombot? Die Gegner trollen! Hey, 1v1. Hydro, Mydro, Schneidro! Für welches Team bist du und welches ist dein Team? Romata ist für Maus, aber ihm gehört Angry Titans. Wie Romata ist für Maus? Was? Hä? Hä? Wir gewinnen einfach jedes Aim-Duell. Wir sind einfach Aim-stärker. Hä? Das ist fett getrollt, was ich hier sehe. Boah, Maus muss jetzt gezielt sein, ne? Ja, das ist schon wieder der Bruch. Vor allem, weißt du, seit wann Angry Titans spracken, das Team? Die spielen seit einem Monat spielen die zusammen. Geil. Das ist geil, oder? Oh! Oh! Was sehe ich da? Warte. Okay, einer ist einfach im Universum, hä? Der muss halt planten. Sehr aussichtslose Situation. Für Resident umzuwandeln, vor allen Dingen dann hier mit meiner Junge. Oh nein. Tut dir sogar nochmal weh, kriegt trotzdem den Frag hier. Oh. Das ist einfach im Universum, weil das ist ein geiler Call. Deswegen bist du dabei, Kar. Ja, du hast keine Waffen mehr. Robot Aim, Alter. Enes mit Robot Aim, Alter. Der hat an. Check him PC. Hä? Check him PC. Junge, jetzt steht 5-0 gleich. Was ist das für eine geile Waffe, die er da hat? Odin. Odin. Oh, wow! Romatra, der soll doch nicht so offensichtlich machen. Mann, nicht so offensichtlich. Oh. Holy. Was ist für ein cooles Shirt an? Das ist das Angry Titans Trikot. Ihr könnt das kaufen im Shop, im Angry Titans Shop. Alle Einnahmen gehen direkt an mich tatsächlich, weil ich sie hier oben bin. Und der letzte. Aber das wissen sie, oder? Aber der Pool ist trotzdem dumm. Das war trotzdem nicht clever. Diffuse. Ah, er ist dumm. Er hat ihn doch sogar gesehen. Er hat ihn doch gesehen. Maus trollt, ja. Paid Actors. Hydro fickt tatsächlich. Ja, hast du den? Weil der ist doch nicht wirklich gut, oder? Wow. Die pieken da aber auch rein einfach. Der ist ja gut, ich weiß es nicht. Oh mein Gott, ja. Oh. Hä? Weiß niemand. Hä, was ist das auch wieder für ein Waste? Was war das für ein Waste? Die sind Tilt. Oh! Hä? Oh! Ines! Diese eine 5-3-Runde. Oh, sie wollten ihn knifen. Ich glaub's nicht. Oh Gott. Ja! Das glaub ich nicht. Das ist so assoziiert. Sie ist blind, aber geht trotzdem drauf. Nee, das ist zu gut gespielt mit der Utility. Da wird jeder Spot, hinten wird gemollied, dann wird gleichzeitig Go gemacht, also... Ich bin so stolz. GG. Das ist GG. GG. Aber das war nicht, dass Maus schlecht gespielt hat, sondern es war wirklich einfach, dass unser Team so unglaublich solide und einfach clean gespielt hat. Das war nicht nur Aim-Diff. Allein die Goes auf die Sides, wo die Mollys geflogen sind, die haben wunderschön mit der Utility gespielt. Da war einfach alles wunderschön. Nicht bei München. Naja. Der hat zweimal daneben geschossen. Einmal. Du musst zweimal treffen, dann muss kaputt gehen. Ja, ich weiß. Mann, lass mich doch die Gegner ein bisschen flamen. Was soll das jetzt?